ein Weg in eine ungewisse Zeit. Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Weiter geht's in Grounded. Kriegen wir jetzt endlich in den Boden zu bauen? Das werden wir gleich sehen. Ich bastel hier noch eine Schaufel und dann gehen wir am Thron vorbei. Und wir können auch eine machen. Ah, okay, gut. Was soll ist das denn? Ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber interessant. Läusehöhlenektau, wer möchte das probieren von euch? Hm. Muss ich mal schauen, ob wir das schon analysiert haben. Weil ich würde es tun. Okay, ich habe jetzt eine Schaufel. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Wegpunkt. Ja. Oder zum Wegpunkt. Ich suche meinen Wegpunkt gerade, in welche Richtung der ist. Also mein Wegpunkt ist. Also mein Wegpunkt ist ja momentan auf unseren Basis halb ausgerichtet. Mhm. Ja, ich sehe dich auch da, aber ich sehe Alexanders Wegpunkt auch nicht. Alex Wegpunkt ist ganz weit weg von mir. Ne, das ist der selber. Okay. Ich sehe auch nicht da, ja, okay. Was denn? Ich sehe nicht. Ja, ich sehe auch nur auf der Karte. Richtung Osten von... Nee, halt, von uns aus gesehen Richtung Süden. Also, ach, ihr da, genau. Müsst ihr zumindest nicht auf der Karte sehen. Wenn ihr in meine Richtung lauft, dann müsst ihr direkt hier hinkommen. Bei euch beide sehe ich. Ich sehe einen blauen Kopf und einen grünen Kopf hinten im Wald. Ja, ja, ja. Sollen wir zu ihm und dann, wenn es hell ist... Ja, und dann gehen wir, wenn es hell ist, Ton holen. Hoffen wir, dass wir unterwegs nichts treffen. Nö. Nicht, dass ich euch gönnen würde, aber wäre doch mal interessant, was zu finden, oder? Es gibt Dinge, auf die ich verzichten kann. Ja. Hier in der Wildnis sterben gehört eindeutig dazu. So, wir haben es gerade Schaufeln gemacht und dann sterben wir und die Schaufeln wieder weg. Du wirst von einer Larve verfolgt. Wie süß. Aber du hast Vorsprung. Das ist Larve, hau drauf. Okay. Okay, ich bin hier. Hey. Guck mal, Michael, neben unserem Grundhaus, was ich ja schon gebaut habe. Das sind eine Menge Blätter. Ja. Hi. Hi. Ich war mal so fleißig und habe ein bisschen, Ja. Deswegen habe ich auch Seile gebaut, um diese Dinger zu bauen. Also, gehen wir alle schlafen, damit es wieder hell wird. Ja, mhm. Dann können wir Ton abbauen. Einen müssen wir auch identifizieren, aber dann... Schlafe 8 Stunden. Oh, das ist hier und nachts. Egal. Mmh. 4:40 Uhr. So, jetzt dürfte es gleich relativ hell werden. Das Haar sitzt. Ja. Mhm, mindestens. Deinen okay. Wegpunkt sehe ich weiterhin nicht, aber den werden wir schon finden. Oh, ich muss essen und trinken. Ja, trinken muss ich auch. Ist der Wassertropfen darum oben. Bleib hier, Wassertropfen. Da. Ah, so geht hier dran. Über mir ist noch ein Wassertropfen, wenn noch einer braucht. Ja, ich müsste euch auch mal was da oben. Ah, ich sehe auch gerade einen. Ich guck mal, wo der jetzt runterfällt. Aber Michael ist da. Okay, dann nehme ich diesen Wassertropfen da. Ja. Müsste... Welcher ist von den... Ah, der da. Naja, ich war extra zu hier was drunter stehen geblieben. Ameise, willst du unser Rüsselkäferfleisch fressen? Das geht so nicht. Ja. Ich hab jetzt auch mal was dran gesetzt. Naja, ich Ameise, hatte mein... verpiss dich, sonst bist du tot. Ja, du stehst hier vor 3 Speeren. Ich würde mir das überlegen. Boop. So, noch jemand einen Fahrschein? Hat der eins gefressen oder hat ein anderer von euch schon was genommen? Ich habe keins genommen. Ich habe auch keins genommen. Ich habe noch richtig Hunger.
Ich auch, dann hat er eins gefressen am Mistvieh. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich mal mit Essen tun, weil ich bin nur auf 1/5% meiner Leben. Boah, aber meines Hungers. Na, ja, ich bin auch auf 1/5 runter. Also ah, müssen wir hab... erstmal Fleisch suchen und grillen. Da ist sowas. Super. Dann bevor ihr aufbrecht, sollst du. Da ist noch ein Rüsselkäfer. Dann grill ihn, damit wir was zu essen haben. Erstmal töten. Hier geblieben. So. Na, 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 na. Oh, ich krieg nur die Hälfte meiner Schlagenergie, weil ich so hungrig bin. Ah ja, okay. Ich hab gerade noch den einen wieder an den Grill geschmissen. Okay, ich habe noch 4 Eichelbrocken in der Tasche, die kann man essen. Okay, dann wollen wir mal schnell was essen. Hier ist, noch, ist das Fleisch eigentlich. Wo kann man ob das Fleisch fertig ist? Weiß das jemand? So, ich bin jetzt auf der Hälfte vom Essen. Ich dropp euch hier die anderen 2. Ich bin auch weit genug. Also wir können Ton holen gehen. Wunderbar. So, ich habe hier 2 Eichenbrocken für dich gedroppt. Eichenbrocken! Ja. Ich habe gerade nochmal einen Rüsselkäfer umgebracht, als er hier gerade vorbei lief. Aha. Ja, den. So. Lecker. Dann. Und was mache ich mit meiner Nussallergie? Dran verrecken. Ja. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Nicht sehr kameradschaftlich, Freunde. So. Jetzt in die richtige Richtung. In etwa. Dann gehe er los. Ich werde ihm folgen. Ja. Von hier aus weiter Richtung Rucksack, dann müssten wir das treffen. Wir müssen aufpassen, irgendwo war eine Spinne. Ja, ich weiß. Da, da, da. Hast du was gegen Spinnen? Ja. Wenn ich nur einen halben Zentimeter groß bin, ja. Und grundsätzlich eigentlich auch so. Ja. Aber also es so... gibt bestimmt angenehmere Lebewesen, die ich gerne in meiner Umgebung haben möchte. Apropos. Da ist ja. Der Vorteil ist, in meinem jetzigen Zustand kann ich Spinnen einfach umbringen. Aber als halb Zentimeter große hier, nein. Aha. Aber kannst du dir vorstellen, wäre echt so mal geschrumpft zu sein? Ah, da ist die Forschungsstation. Ich fände es, wie gesagt, ein cooles Abenteuer, aber ich würde ein paar Waffen mit mir schrumpfen. Mhm. Ich halt nicht mit einem Holzspeer gegen eine Spinne kämpfen, sondern vielleicht mit einer Knarre. Das Problem ist, da müsst ihr auch genügend Munition in der Größe mitnehmen, weil sonst hast du immer noch ein Problem. Ja. Das wäre der Plan. Ja, da liegt unser Ton. Neben dem Marienkäfer. Ja, die lassen einer zum Glück in Ruhe. Du müsst eigentlich die Marienkäfer mal herausfordern. Nö. Nö? Oh. Wow, okay, ja, die geben einiges. Krämer hat entdeckt. Tone. Einer hat jetzt 6 Stück gegeben. Ja. Aha. So doof. Und da vorne sind weitere. Ja, die holen wir uns. Ich gehe direkt durch. Holt euch Ton. Tun wir. Olaf, du gehörst uns. Ich weiß nicht, warum es auf einmal geklappt hat, aber ich hab's, Freunde. Ich find's sehr gut.
Alright, also ich habe jetzt schon 18 Stück. Ja, ich habe 12. Um auf 30. Das ist doch schon mal was. Ja. Ah, ich würde mal sagen, wir laufen hier noch mal ein bisschen am Wasser lang. Gucken, ob wir noch welchen sehen. Noch mehr Ton. Ja, ja. Du sollst ja auch... Ah, da hinten sehe ich, glaube ich, noch welchen. Können wir eine richtige Tonhalle bauen. Wow. Oh. Jetzt wird es aber wieder kriminell. Ey, verpiss dich, Marienkäfer, sonst lass ich dich gleich umbringen. Ja, viel Glück dabei. Da hinten ist auch noch einer. Hast du einen groben Überblick, wie viel Ton du für 5 Momente brauchst? Ehrlich gesagt, würde ich ihn wahrscheinlich für die zweite Basis bauen. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt geschafft habe, aber ich habe die Grundfläche, wenn wir das Haus stehen. Okay. Das schadet trotzdem nicht. Einen Ton können wir analysieren, dann kriegen wir vielleicht auch neue Sachen. Ja. Weil ich habe einfach mal ein bisschen rumprobiert und die Platte quasi gesehen, die am nächsten am Boden war, in der Mitte, wo die Felsen rausguckt, habe ich mal gebaut, da ging es. Und von da aus haben die gesnappt quasi gesehen. Hier waren Spinnennetze, da bin ich schnell weg. Wo bist du? Hier hinter dir. Muss die Spinnennetze sehr gut machen. Ja, da waren die Spinnennetze, deswegen bin ich da weg. Ja, ja, alles gut. Da rechts kannst du so sehen. Also von dir aus jetzt links kannst du so sehen. Naja, ich hatte es gesehen. Ich weiß nicht, wozu ich diese Dinger brauche. Aber... Dann gehen wir mal den Ton zurückbringen. Wenn du noch was zu trinken brauchst, mal gucken, ob es hier drin respawned ist. Ah, hier. Ja. Ich habe gerade einen Tropfen getrunken. Okay. Aber dann... Dann mache ich den Tropfen hier leer. So. Okay, sieht natürlich seltsam aus. Ich gehe analysieren. Sehr gut. Ich gehe mit rein, weil ich nicht da draußen sein will. So, jetzt mal gucken. Status herstellen. Bauen. Rüstungspuppe, ja, ist wichtig. Wanddeko. Ja. Genau die Sachen, die wir jetzt brauchen. Übrigens, weil die Lehm mir gemacht hat, der kann man nicht Lehmfundament machen. Ja, ja. Eine Lehmrampe, geil. So, und jetzt müssten wir im Rohstoffsucher auch Ton anstellen können. Das Interessante ist nur, du hast Böden und Dächer gelernt. Wie mache ich ein Dach auf dem Boden drauf ohne Wand? Weißt, ich habe gelernt, was ich konnte. Du, Rüstungspuppe. Reparaturwerkzeug, das ist gut. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich Wände hin? So, Ton ist auf der Karte markiert. Wir haben echt keine Wände. Ja, ich weiß, aber was soll ich tun? Ich kann ja schlecht zaubern. Oh ja, hier unten rechts ist ziemlich viel Ton, wo in der Nähe, wo wir sind. Ja. Okay, gut. Ich lasse den mal an. Inventar voll. Okay. Ah, deswegen, herstellen. Und dann gehen wir mal den Ton zur Basis bringen. Die Richtung. Ah, 4 Ton, da können wir reparieren. Da sind aber Spinnennetze, da würde ich vielleicht. Ja. Da sehe ich auch schon die Spinne, ja. Ja, ja, ich auch. Ich gehe den kleinen Umweg, den wir auf dem Hinweg auch gegangen sind. Eieiei, ihr macht Sachen. Und Rüsselkäfer. Den nehmen wir mit. Boom. Brauchen eine Rüsselkäferfarm. Ja. Wie oft paaren sich Rüsselkäfer? Kann das mal wer sein? Da ist übrigens noch einer. Ja. Hey, bleibst du hier? Bleibst du hier? Nein! Ich häng fest! So. Sehr gut. Wo konnte ich jetzt mal dahin? Da sind wir wieder und bringen viele gute Gaben. Die Gaben. So, 30 Ton habe ich jetzt in die Kiste getan. Hurra. Und ich habe doch gerade die letzte Kiste schnell fertig gebaut. So, ist drin.
So, jetzt nur die Frage, wie kriegt man Wände hin? Und ich habe gerade 3 Rüsselkäferfleisch auf den Grill getan. Doch, sehr gut. Da kann ich aber die ganzen Seile rein tun, die ich eben gecraftet habe, weil ich so viele Sachen übrig hatte. Ja, ja, alles gut. Vielleicht müssen wir ein Dach oder ein Fundament analysieren. Das Problem, ich kann nur bauen, wenn die zusammen sind. Das ist mein großes Problem. Hm. Hat schon wieder ein Stück Fleisch geklaut. Du dämliches Mistvieh. Wir müssen einen Grill, wo irgendeine... Ja, das kommt ja hoffentlich gleich ins Haus rein, wenn ich Wände bauen könnte. Die Braten sind fertig, wenn einer von euch. Ich bin voll. Ja, gerne. Oh gut. 2 Stück. Wir haben den dritten, hat das Buch gerade leider gefressen. Wo war es? Wo ist der? Ich bin jetzt wieder halb voll. So, jetzt muss ich gleich mal gucken. Haben wir irgendwo Wasser hier oben? Ne, so morgens, glaube ich, oder? Yum. Mhm. Manchmal auch noch so, aber meistens morgens, ja. Ich kann dir zur Not noch einen Läusehonigtau droppen. Und da habe ich schon aufgehört. Ach, die beim Füllen auch. Okay, dann brauche ich das nicht. Ja, ja. Hab ich auch und noch 2 Essen. Mehr. Und Essen, okay. Hm. So, ist man. Wände könnt ihr beispielsweise kreieren, nachdem ihr den ersten Grashalm abgeholzt habt. Böden und Deckenteile müsst ihr jedoch freischalten. Okay. Ich gehe mal einen Grashalm abholzen. Also Wände sollen... mit den so Dingern hier gehen, mit den grünen Platten oder was? Die haben gesagt, einen Grashalm abholzen. Was ist denn das im Endeffekt? Ja. Ich habe einen Grashalm abgeholzt. Herstellen. Da ist es nicht bei... Grasplatten kommen dann raus. Hm. Ja, ja. Unkrautstängel füllen. So. Ich habe noch 2x Rüsselkäferfleisch. Die grill ich gerade mal. Da kann ich schon Zaun bauen. Wache ich auch den Grill dabei. Hm. Wie kann man jetzt eine Wand bauen, ist die Frage. Tja, gute Frage. Spinneninsekten. Ja, ich stimme deinen scheiß Cookies zu. So. Das nur wieder verwerten. Hm. Ich kann noch nicht da drauf stehen, um das zu testen. Ich hatte auch mal 5 Stück in der Hand gerade. Ja. Solange ich ja mal kurz nachgucke, mach ich mal so lange hier. Weil die brauchen wir gleich für die Wände, deswegen. Wächst auf den Reiter Craft und in der Reihe darunter auf Base Building. Was haben wir noch? Herstellen und dann auf Basisbau. Wähle nun aus, was du bauen willst. Etwa eine Wand. Wo denn? Und was gefunden? Also laut dem einfach Basisbau auswählen und dann die Wand. Ja, okay. Beim Basisbau ist keine Wand. Das war mein Problem. Oder muss man dafür eine Werkbank? Wir haben eine Werkbank gebaut, guck mal auf, da was mit Wand steht. Aber ja, Quatsch, du kannst Wände und Dächer so machen und aber die Wand nicht. Deswegen. Ne, hier sind auch keine Wände. Das ist jetzt echt strange. Doktor? Ja, der auch. Ist der nicht Fußabdruck?
Solange ihr mal nachguckt, sammle ich mal kurz weiter in die. Ja, ja. Böden ein. Ah, die Basis besteht nun dann aus einem Boden, wenn man dachte, man erstmal auch durch die freischalten muss. Das Rezept für die Wände bekommt man durch Abholzen von einem Grashalm. Ja. Mutation, Graskopf. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Mhm. Pass mal auf. Also, du musst eine Grasplatte analysieren. Okay. Ja. Wow. Da sind wir nie drauf gekommen, eine Grasplatte zu analysieren. Ja. Ich habe gerade gedacht, ey, ich probiere das einfach mal und habe mir eine Grasplatte genommen und zopp, die haben wir nie analysiert. Okay. Das heißt, ihr beide, weil ich jetzt viel brauche, eure Aufgabe wird jetzt sein, solange es hell ist, Michael hier die Grasplatten weiter aufzufüllen. Ja, ja, das kriegen wir hin. Ja. So. Ja, wir sind schon echt gut. Wir sind Profis. Aber wieso haben wir die anderen Hand schon gehabt, dann ist die Frage. Die Dächer ist, glaube ich, was anderes. Ich wollte gerade sagen, die haben wir durch Forschung freigeschaltet. Durch Lehm und der Sachen. Da haben wir halt andere Sachen die habe ich im Analysator für Wissenschaftspunkte gekauft. Ah, er hat gekauft, okay. Ah. Ey, Grastisch so geil. You'd better not come over here, Nat. Doch, Flehen sind gut, die haben auch Fleisch. Glastür. Grasplatte, Sprössung. Okay, sei, haben wir Unkrautstängel schon irgendwo? Weiß das jemand? Ich weiß nicht, wüsste. Ich hoffe, dann kann ich die gleich noch trotzdem schon mal bauen. Herstellen. Fehlende Zutaten. Okay, aber kann ich trotzdem konstruieren, das ist schon mal gut. Standort festgelegt. Ich mache dann in zwei Richtungen, würde ich mal einen langen Ausgang, oder? Ja, sinnvoll. Kann nicht schaden, einen Notausgang zu haben. Herstellen, Wände. Ein Rüsselkäfer, ein Rüsselkäfer. Mhm. Nehmen Sie mit. Dahin sind sogar noch zwei. Hey, no one likes a nosy neighbor. Okay, das ist geil, die Snap-Punkte. Wenn wir hier gleich erstmal ein Haus haben, da ist es schon mal sicherer, falls Viecher kommen. Ja, ja, man hat was zum Flüchten. Nehmen Sie reichlich. Weevil hier. Okay, wir brauchen auf jeden Fall gleich Unkrautstängel. Ja, die finden wir auch. Unkrautstängel. Die kriegen wir von kräftigem Unkraut. Soweit so logisch. Benötigt ein Werkzeug höheren Ranges. Also mit der simplen Axt kann ich die nicht fällen. Unkrautstängel, da habe ich sie. Was zur Hölle? Was ist das denn hier? Ich will das gar nicht wissen.
Unkrautstängel, wunderbar. Kann ich die auch einlagern? Die kommen hinten in das andere Ding. Wir haben. Also zwei Stück hast du mir hingelegt, also cool, der Unkrautstängel, ja. Damit habe ich zwei Fenster schon fertig bauen können. Cool. Ja, kriegt er noch zwei hin. Hui. Das sieht doch mal schön aus. Hier sind noch vier gerade umgekippt. Wunderbar. Du musst die Löwenzähne umholzen. Nein. Ich brauche noch drei Stück. Dann bin ich für die. Ne, haben wir nur noch zwei Stück sogar. Aber trotzdem können wir schon. Da brauchen wir wahrscheinlich ein größeres Lager für diese Löwenstängel, weil. Haben wir schon. Ach stimmt, wir haben Stangenlager. Ui. Ja. Stängellager, ja, leider nichts drin. Nee. Da ist noch ein Löwenzahn, den hole ich noch. Ja. Geh auch noch einen holen. Besser ein bisschen Reserve haben. Ja. Wenn ihr seht, wie viele Blätter ihr geholt habt und ja, wie das jetzt schon hier aussieht wieder. Oh, hier liegt noch einer rum, ich kann noch fünf tragen. Aha. Ich komme. Ach, guck mal, ein bisschen Fahrt an hier. Da. Und bevor ich aber das letzte Stückchen baue. Brauchen wir noch Stängel? Ich muss einfach schauen. Ich meine, wenn wir eine Treppe bauen wollen, wenn wir eine zweite Etage wollen, dann bräuchten wir zum Beispiel Stängel. Naja. Ich bring mal das Lager davon hier rüber. Wenn nur langsam dunkler, will ich nicht zu weit weg, aber hier ist noch einer. So, GG. So ein bisschen Gras haben wir noch. Wupp. Geht die automatisch auf? Nein, man muss die aufmachen. Gut. Hier liegt da noch einer. Ich kann noch fünf. Ja, ich habe hier dann ja auch noch mal welche liegen. So. Ich habe das Lager hier neben die anderen Lager gesetzt. Wunderbar. Eichelwände. Ich glaube ja nicht, dass ihr 8 Eichelzahlen oder sowas gefunden habt. Oder wie viel habt ihr gefunden? Nee, aber ich kann ich habe noch welche holen gehen. Ich habe noch 6 Eichelschalen und 2 Eichelkappen. Ja, dann nehme ich erstmal eine normale Grastreppe, mal gucken, wie die aussieht. Ja, gut, so gut los. Jetzt liegen unterm Haus Sachen rum. 3 Grasstängel, Pflanzenzeug. Ja. Das stört wieder mein Schönheitsempfinden. Ich weiß, ja, was du meinst. So stellen. Was ist das für eine. Achso, da baut jemand. Ja. Ich weiß nicht, was für ein weißer Strich steht, den ich da draußen rumlaufen sehe. Ich habe die beiden Lager von da hinten schon hier rüber geholt. Ah. So, Freunde, da habt ihr wieder Trottel bei der Arbeit gesehen. Wir haben einfach die Grasplatten nicht analysiert. Aber ich würde sagen, das Haus nimmt an mich vom Mann. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt nächstes Mal weitergeht. Ich sage, bis demnächst, euer Anime-Fan. Ciao, ciao.